Jagen die, stöbern die beide, oder? Willkommen heute zur zweiten Treibjagd bei uns im Revier Augustahöhe. Ich begrüße alle Jägerinnen und Jäger, alle Treiberinnen und Treiber. Gut auch die Hunde, herzlich willkommen. Leider ist das Wetter heute nicht so
wie es bei der ersten Treibjagd war. Aber ich hoffe, das tut Ihrer Jagdfreude und Ihrem Jagderleben keinen Abbruch. Für die, die zum ersten Mal heute hier dabei sind, auch für uns ist es eigentlich ein Novum. Jagdrevier Augustahöhe jagen wir zum ersten Jahr in Eigenregie hier als Stadtverwaltung Koblenz oder als Stadt Koblenz. Bis dato hatten wir die Sachen, unsere Bereiche immer verpachtet. Aber wir haben gesagt, nein, das können wir auch selber. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Jagd, dass jeder seinen Jagderfolg hat, den er sich wünscht. Und insoweit übergebe ich jetzt an Herrn Brombach als Jagdleiter, der die entsprechenden Regularien Ihnen vorschlagen wird. Mal ein herzliches Dankeschön, dass Sie trotz des schlechten Wetters hier den Weg zu uns in den Koblenzer Stadtwald gefunden haben. Als Jagdleiter freue ich mich, dass ich wieder vor so einer großen Mannschaft stehen kann. Und ich hoffe doch sehr, dass wir an den Erfolg, den wir bei der letzten Jagd hatten, nochmal anknüpfen können. Einige von Ihnen hatten das Vergnügen, bei der letzten Jagd schon dabei zu sein. Das Wetter, dafür können wir nichts. Das müssen wir so nehmen, wie es ist. Ich bin schon froh, dass der Sturm sich eingestellt hat. Und mit dem bisschen Regen, sage ich mal, werden wir wohl auch noch klarkommen. Das sind die hartgesottenen Leute, die jetzt hier vor mir stehen. Und gemeinsam werden wir heute den Tag schon schön gestalten. Ja, wir jagen heute revierübergreifend mit dem angrenzenden Revier Lichte Eiche. Das heißt, auf rund 1000 Hektar wird die Jagd durchgeführt, rein im Koblenzer Stadtwald. Wir jagen auf der Oberseite, das heißt aus Wald-Esch Richtung Koblenz fahrend, auf der rechten Seite diesen Bereich. Das heißt unten im Bereich der Königs- oder Koblenzer Brauerei bis in den Bereich des Schlosses Stolzenfels wird heute die Jagd durchgeführt. Im Nachbarrevier, nach Aussage des Pächters, werden rund 70 Jäger sitzen und wir haben hier roundabout 80 Jäger. Also sind wir wieder flächendeckend stark präsent. Ja, bevor wir anfangen, grob zum Ablauf. Wir haben ein dreistündiges Treiben für heute angesetzt. Das Treiben soll um 10 Uhr beginnen und endet um 13 Uhr. Jeder von Ihnen ist in einer entsprechenden Anstellergruppe, in einer entsprechenden Gruppe zugeteilt mit dem jeweiligen Ansteller. Der Ansteller wird Sie zum Sitz bringen, wird Ihnen dort wichtige Verhaltensregeln erläutern, das heißt Gefahrenbereiche, die auch draußen vor Ort entsprechend gekennzeichnet sind. Dann kommen wir zur Gruppeneinteilung. Wir fangen an mit der Gruppe von dem Herrn Marder, Johannes Marder. Das ist die Gruppe 15, zu der Gruppe 15 gehören. Komm mal ein bisschen näher. Der Christoph Bär, ja. Der Dieter Kronenberg. Bitte kurz aufrufen, dann müssen wir alle hören. Die Sandra Jung, die Renate Jung und der Thomas Sprung. Gut, wir gehen mal hier aus der Corona raus. Und wie der Ansteller seine Gruppe aufgerufen hat, darf ich alle bitten, aus diesem Pult rauszugehen, die dann zu dieser Gruppe gehören. Ja? Das wäre jetzt ein Auto dabei, wer kann mich mal mitnehmen? Komm, wir mitnehmen. Gut. Dann nehme ich den Hund, das Auto mit. Ja. Wir gehen dann durch, von hier, und dann fahre ich. Thank you.
Oh, ey. Aber nicht so weit. Gut. Sitzen Sie auf Böcken? Leider nicht hier. Keiner? Nein. Das, dann nehme ich keinen. Aber bei Ihnen nicht, aber in den unteren Ständen sind so Sitzplätze praktisch. Ja. 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 Der Nachbar hat wie gesagt auch, also wir stehen hier an der Grenze, das ist genau die Grenze der Farm. Direkte Nachbarn sind so? Nein, haben sie nicht. Am besten das Wild halt, wenn es dann langsam an der Kuchel dann schießt. Wenn sie dann oben ein bisschen ja. Also wie gesagt, die Anlage ist ja klar, nicht allzu weit schießen und sie stehen am Wechsel, wenn wir zum nächsten Stand und auch die Kuchel. Aber gut. Dann wünsche ich Ihnen weiter so und ich würde mich bitten, natürlich hier als Treiber mit, ich würde wieder wirklich sehen, wir würden vielleicht runterkommen in den Bergen, da gucken wir dann nachher und wenn wir irgendwie endlich kommen, dann gehen wir nochmal zusammen. Ja, wenn es hochgekommen kommen, ja, was wollen Sie denn machen? Wir machen es für den nächsten Monat schneller. Dann kommt es bei dem anderen. Thank you.
Hopp! Hopp, hopp! Brombeeren. Nee, das geht da nur nicht so schnell. Die sind schon drin. Hopp, hopp, hopp. Up, 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 up
der zweimal Schießkanne schießen. Ja, beim Rehwild, die sind relativ weich, was die Schüsse an. Also, die fallen relativ schnell um. Schwarzwild oder Rotwild kann sein, dass man manchmal noch einen zweiten antragen muss. Die sind ein bisschen wehrhafter, auch bei guten Schüssen. Darf ich mal dran gehen? Ja, ein bisschen Zeit? Robuster, aber. Rehwild. Ja, sauber. Nee, Wollte ich gerade sagen, wäre noch ein Junge. Fitz, ja. Noch ganz klein. Das muss das ja, gut, größer sind die sowieso nicht. Gut. Wo hat er geschossen? Direkt am Schreck? Nee, Brust. Hier ein bisschen vorne, aber macht nichts. Vielleicht ist die Schreckschaft schon andere liegt am Weg, was sieht man da dabei? Bei uns am Anfang, wie sich da in den Sack geworfen hat. Das war klar. Ja, Hauptsache was gesehen, das ist viel mehr. Ich kam ganz am Anfang hier runter, da unten hat es sich reingeworfen und kam dann wieder hoch. Aber da ist mir das Gewicht noch nicht so sicher. Da sind meiner Meinung nach das mehr als viel mehr. Es war viel Einzelne, aber dann. Alleine, ja.
So, ich habe dich auf eine Mail geschickt. Ja, Sie auch. Okay. Vielen Dank für die Einladung. Ah, Georg, hast du was auf dem Weg? Fand sehr ein Glück, der Kerl. Ja, ich weiß nicht. Jo, ciao. Ciao. So. Ja, ja, ja. Familienintern. Hermann, Victoria. Gut, ich habe den angerufen, ob ihr es anders machen wollt. Ja, da fahren wir mal anfangen. Ja, aber ich bin nicht. Leider ist das nur ein kleiner Kreis, aber dennoch, die hier sind, sofern sie Erleger sind, möchte ich doch gerne einen Koch überreichen. Und wir fangen einfach mal mit der Liste von oben herunter ab. So, der Marc Herrmann, 2 Stück Rehwild. Der Wert Oberpreis, ein Reh. Weg. Auch schon weg. Herr von Heesch. Dann Herr von Heesch. 3 Rehe. Und? Sehr schön. Und Weidmannsheil. Dann Herr Bernhard Schmitz. Ein Reh. Frau Jung. Ein Reh. Auch schon weg. Joachim Kohnen. Immer tatkräftig unterstützt. Weit mal Zeit, bei Rehe. Johannes Hutter, 2 Stück Schwarzwild. So, ist der Herr Redelix noch hier? Nee, der hat sich schon verabschiedet. So, dann haben wir noch. Sind wir eine durch. Ist jemand unter Ihnen hier noch, der was erlegt hat und hat keinen Bruch bekommen bisher? Nicht der Fall? Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, verblasen wir die Strecke. Musik
Ja, bevor Halali Jagd vorbei erklingt, darf ich mich bei allen, die heute für diesen Tag sehr viel Engagement ans Tageslicht gebracht haben, das Ganze vorbereitet haben, sehr herzlich bedanken, vor allen Dingen auch bei den Treibern. Ich denke, jetzt Weihnachten steht vor der Tür. Ich wünsche Ihnen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr 2015. Und jetzt lassen wir Halali Jagd vorbei erklingen. Und damit ist die Jagd für heute beendet. Vielen Dank. Nach Hause, alles gut. Herr Korsika, schöne Feiertage. Alles Gute. Ja, wenn es Zeit ist, dann kann ich immer Zeit.